Hallo, der GGG hat mal wieder eine Durchsage. Er hat sich einen brandneuen Reisepass von der Republik geholt. Doch da musste er Fingerabdrücke abgeben. Ein typisches Beispiel, wie der Bürger zu etwas genötigt wird. Jeder Bürger wird systematisch registriert und aufgezeichnet. Der Staat bzw. die EU schauen, was sie durchbringen. Was kommt als nächstes? Eine Datenbank des Erbguts. Ein Chip in der Haut, all das ist möglich und wird auch durchgesetzt. Wir zahlen bereits elektronisch, da ist es doch nicht so schwer, uns zu kontrollieren. GGG zahlt natürlich nicht elektronisch, aber seine Fingerabdrücke musste er hergeben. Die Zukunft der Überwachung hat lange begonnen, auch auf YouTube, denn hier gibt's Filter, und bald wird nur noch gefiltert, auch im realen Leben. Adios und mal sehen, was 2031 sein wird, wenn GGG seinen nächsten Pass holen geht.